Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTime MMA, Freunde. Cyril Gane hat zugegeben, dass das kürzlich veröffentlichte Videomaterial, beziehungsweise jetzt schon natürlich ein paar Monate her ist, von seiner letzten Sparring-Session mit Francis Ngannou ihn gut aussehen ließ und nicht unbedingt eine Darstellung dessen ist, wie ihre Trainingskämpfe normalerweise ablaufen würden. Aber Francis Ngannou hat ja auch ein Video gemacht, wo er darüber gesprochen hat, Real Talk technisch, dass dieses Sparring, was zwischen den beiden stattgefunden hat, einfach nur eine Masche von dem Coach, von seinem Ex-Coach Fernand Lopez und Cyril Gane war, um letztendlich nicht, ja, Francis Ngannou gut aussehen zu lassen und Cyril Gane ein bisschen zu hypen. Und Cyril Gane hat das jetzt sogar bestätigt, also er hat nicht irgendwie gegen Francis Ngannou gestichelt, sondern hat das wirklich bestätigt. Also wirklich, Cyril Gane steht zu dem, was er tut und wirkt für mich dadurch jetzt sehr sympathisch. Was er genau gesagt hat, erfahrt ihr jetzt, Freunde. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Viel Spaß bei diesem Video. Der UFC-Schwergewichts-Champion widersprach den obigen Sparring-Aufnahmen, von denen er behauptete, sie seien manipuliert worden, um ihn schlecht aussehen zu lassen. In einem kürzlich geführten Interview sprach Francis Ngannou auch darüber, dass dieses halt einfach nur wirklich eine sehr, sehr gemeine Sache war. Aber er wird beim Kampf bei der UFC 270 im Januar überzeugen, Freunde. Cyril Gane sagte jetzt dazu Folgendes. In einem kürzlich geführten Interview sprach Gane auf jeden Fall darüber, dass das durchgesicherte Sparring-Material auf jeden Fall berechtigt war und wie Francis Ngannou auch darauf reagiert hat. Es stimmt, dass es in diesem Clip, ich werde nicht lügen, ein weiches Sparring war und ich in diesem Game selbstbewusst war und mich so entwickeln konnte, sagte er. Es gab andere Sparring-Sessions, in denen Francis Ngannou mehr die Oberhand hatte und er dort besser aussah. Einmal war ich es, einmal war er es. Zu sagen, dass er weit voraus war, nein, das stimmt auf keinen Fall, so Francis Ngannou es gesagt hat. Das stimmt nicht unbedingt. Aber es ist wahr, dass dieser Clip mich natürlich speziell gut aussehen ließ. Und das ist natürlich etwas, da muss ich nicht lügen, das stimmt auf jeden Fall. Im Vorfeld des Spannung erwarteten Kampfes sprach Gane darüber, wie er den Kampf gegen Ngannou angehen wird, für den er einen der besten Athleten der Welt auf jeden Fall einen ordentlichen Gameplan gemacht hat, und er sagte auch, dass er ihn persönlich als einen der besten aller Zeiten sieht, den die UFC ihn gesehen hat. Sie wissen, dass wir mit unseren eigenen Stärken in diesen Kampf gehen werden, erklärte er. Wir sind nicht hier, um zu versuchen, seine Stärke zu kontern. Wir wollen nicht versuchen, stärker zu sein als Francis Ngannou. Bis heute habe ich noch nie jemanden gesehen, der so stark, so athletisch und mit einer solchen K.O.-Power arbeiten kann wie Francis Ngannou, sagt er hier. Das habe ich noch nie gesehen. Was die Stärke angeht, ist Francis vielleicht der beeindruckendste Mann in der Geschichte der UFC. Ich werde nicht versuchen, in 3 Monaten stärker zu werden als er. Das würde keinen Sinn machen. Ich werde meine Stärken ausarbeiten und versuchen, ihn damit zu schlagen. Denn in meinen Stärken bin ich ihm voraus und in seinen Stärken kann ich ihm nicht das Wasser reichen. Das ist wirklich ein sehr, sehr ehrlicher Real Talk von Cyril Gane. Gefällt mir sehr, macht ihn sehr sympathisch. Schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare, Freunde. Wer denkt ihr, wird das Ding gewinnen? Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal hier bei NoTime MMA.